Ja, Löchchen zusammen, willkommen zurück bei Mist Survival. So, komm, zapp, zapp, zapp. Gleich mal raus in die frische Luft, wir gucken, wie es aussieht. Wunderbärle. So, was steht denn an? Was machen wir denn jetzt als nächstes? Gleich mal gucken. So, wie sieht es mit den Sets aus? Geht noch? Kann man noch so rumlaufen? Das passt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen Cola, wir haben. Haben wir noch Fleisch? Wir haben noch Fleisch. Ist das. Das ist aber schon fast vergammelt. Und dann gönnen wir uns noch eins, bevor es ganz weg ist. Jupp, und da rauscht der Hunger rund, der Durst runter. Dann gibt es halt eine Cola hinterher. So. Ah. Wunderbar. Meinst du es nur, oder sieht es halt irgendwie matschig aus? Das kann natürlich auch an der Auflösung liegen. Das wäre natürlich möglich. So, mal gucken, was kann man hier alles noch Schönes machen. Gar nichts. Weil ich hier falsch bin. Hey, wie doch? Ich bin doch hier. Achso, ich muss ja hier gucken, genau. Da haben wir noch Metall. Huch, da haben wir sogar 12 Metall. Wow. So, was kann man hier. Oh yeah! Da machen wir uns auch direkt mal eine Machete. American Eagle. Cool. Bam! Hey, schau mal her, das Ding. Da hat sie direkt. Da hat sie direkt 0,3% verloren. Jo, aber wir haben noch Machete. Und zwei Autos. Also, wir sind ja gut dabei. Und es wird gerade dunkel, stelle ich fest. Ist mal gar nicht mal so lustig. Was kann man noch machen? Eine Spitzhacke. Ich weiß zwar nicht wozu, aber es wird schon seinen Grund haben, warum ich nicht eine Spitzhacke machen kann. Gier. Ja, ich bin auch gierig. Und zwar nach dem Spiel. So. Rein in die gute Stube. Schauen wir mal ins Crafting-Menü, was wir noch so mal anstellen können. Zip, 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 zip. Das Ding. Haben wir das Ding schon? Ich glaube nicht. Säge braucht Strom. Sehe ich hier gerade. Könnten wir noch basteln? Einfach nur, wenn wir es können. Licht. Auch nicht schlecht haben. Haben wir tatsächlich eine Elektronik. Elektronik-Ding haben wir sogar. So, das Drying Rack könnten wir tatsächlich noch machen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Sandtorch brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Cooking Pot könnte man theoretisch auch machen. Muss ich allerdings erstmal gucken. Mal hier. Zip, zip, zip. Seile. Wie mache ich denn Seile? Alles klar. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir hier erstmal. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Da kommt das Essen kann sowieso weg. Dann wie sieht's hier aus? Huch, falscher Schrank. Da, guck jetzt. Haben wir noch Platz drin? Kommen jetzt hier erstmal die ganzen Komponenten rein. Die Nägel können auch hier rein. Den Eimer. Ich brauche unbedingt mehr Schränke. Hier ist alles durcheinander. So, jetzt pass mal auf. Die sind leer. Dann packe ich die Säge und den Hammer erstmal hier rein. Ich habe noch einen im Inventar. Den Eimer schmeiße ich auch da rein. Das Holz. Das da. Das da. Ich mache jetzt einfach alles willkürlich. Ist ja wurscht. Jetzt sowieso momentan noch nichts in Ordnung. Oh, es kommt noch. Hier kommen noch ein paar Schränke rein. Dann wird das schon. So, die Dose kann hier hin. So, es wird dunkel. Natürlich ist es nicht so gut. Aber im Dunkeln können die Zombies auch rumlaufen. Interact. Aha. Okay, also da können wir Wasser abkochen. Was wir noch nicht haben. So, ich dachte gerade, der Eimer kann ich hier aufheben, aber das war aber nichts. So, da oben steht noch eine Karre. Und wir wollten noch Schränke ranholen. Oder ich wollte noch Schränke ranholen. Bei Gelegenheit. So, was ist denn hier? Aha. Wir haben also Leder. Oder? Oder nicht? Ist das schon fertig? Weiß es nicht. Ach nee, das hat noch. Dauert noch ein bisschen. Ich dachte schon, das wäre fertig. War wohl nix.
Alles klar. So, wir sitzen hier in den Schränken aus, haben wir noch ein bisschen Wasser, Gott sei Dank. Ah, da haben wir auch noch zwei von denen. Was brauchen wir für einen Stromgenerator? Wo ist er denn? Da. Sechs Stück von denen. Und dann brauchen wir auch bestimmt Benzin, mache ich jede Wette. Könnten uns natürlich auch Spaß haben, mal Möbel craften. Wieso nicht? Haben wir hier ein Dummy? Bett. Schrank. Oh, Schrank. Kabinett. Security Locker. Komm, wir gönnen uns mal den Luxus hoch und bauen uns noch einen Schrank oder so. Weil jetzt direkt pennen gehen wollte ich noch nicht. So, habe ich das ganze Holz wieder hin? Ich hab's, weiß es natürlich nicht. Gar nicht. Oder? Nee, nee, warte mal. Hier ist noch mehr Metall. Da ist noch Holz. Da! Oh, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, achso, die Säge fehlt. So, hier haben wir noch Holz. Komm, gib mal her. Wo ist die Säge? Das ist ein Chaos hier. Da ist eine Säge. So, dann machen wir noch ein bisschen Holzbretter. 12 Stück. Dann ist es auch schon etwas später. Oh, das. Oh. Und es ist Nacht. Mal gucken, ist hier nachts was unter. Oh, ich dachte gerade, ist nur der Schmelzofen. So, Elfe Licht. Dann würde ich sagen, wir essen wohl nochmal was. Und gehen dann pennen. Okay, das sieht gut aus. So. Tür machen wir zu. Licht machen wir aus. Und gutes Nächtle. Was haben wir jetzt? 20 Uhr oder 8:30 Uhr? Nee, das ist noch zu früh. Machen wir mal 8 Stunden. Guter erholsamer Schlaf. So. Da ist immer noch dunkel. Was ist denn das? Leuchtet da jetzt so komisch? Also, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein. Aber es wird gerade hell. Gut. Perfekt. Wie sieht's denn aus? Durst haben wir schon wieder. Dann gönnen wir uns noch eine Cola. Was wollten wir bauen? Ein Kabinett, ne? Hier nochmal auf Möbel. Wo war denn das? Hier genau. Zwei Komponenten und dann haben wir es auch schon. Brauchen uns noch ein schönes Schränkchen. Einfach weil wir es können. So, wo stellen wir es hin? Irgendwo, wo es nicht unbedingt im Weg steht. Na, schade, ich dachte, hier dazwischen passt rein, aber nö. Wir stellen es einfach mal hier hin. Können sie jederzeit umplatzieren, ist ja gar kein Problem, wollte ich sagen. So, du stehst aber nicht schön. Du stehst tatsächlich nicht so schön. Dann komm, wir stellen es hier hin. So. Zack. So, haben wir da ein bisschen mehr Platz. Huch. Und gleich mal natürlich vollgestopft. So. Uns geht's ganz gut, würde ich sagen. So, wo waren wir denn noch nicht? Ah, ist eine gute Frage, ne? Warte mal, ich nehme mal ein Stöckchen mit. Ah, da ist noch eine Beere, die können wir nicht gleich mal essen. Eat. So, ich glaube, immer besser die Schrotflinte. Man weiß ja nie, wenn nicht gleich wieder so ein Bär angerauscht kommt. Die können von mir aus gern angerauscht kommen, die Bären. Gab es da hinten eigentlich noch was abzulooten oder nicht?
Weiß es nicht. Machen wir die Funzel an. Metall nehme ich natürlich mit. Da hinten ist noch ein Haus, ne? So, nee, das war alles leer, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es jetzt auch nichts mehr zu looten hier. Nee, hier haben wir alles schon abgegrabbelt. Können wir höchstens noch das Auto zerkleinern. Was ist da hinten? Ist das ein... Da steht das Auto im Wald. Aber was ist denn hier? Hier ist Ende der Map. Logisch. Aber ich wollte trotzdem mal gucken. Bin mal gespannt, ob da noch irgendwie erweitert wird oder so. Ich habe das Gefühl, die Map ist nicht allzu groß. Wir könnten uns natürlich theoretisch auch mal das Auto schnappen und ein bisschen rumkurven. Und bei der Gelegenheit eigentlich auch gleich mal noch Benzin abkrabbeln. Das wäre doch eine Idee, oder? Wir brauchen sowieso noch mehr Benzin. Wie sieht's aus? Hier ist leer. Da ist auch leer. Ja, dann würde ich sagen... Ja, ich meine, wir haben ja zwei Autos, da können wir uns ja eins schnappen. Mal ein bisschen rumkurven. Mal gucken, wie groß die Map tatsächlich ist. Was ist denn das hier? Ah, Leaf. Oh, was auch immer das war. Aber jetzt nicht leer. Ein Stock. So, dann lade ich mal kurz mein Inventar wieder leer und dann... Können wir theoretisch direkt los, würde ich sagen, oder? Hier haben wir noch eine Feder. Zack. Die Beere Essig. Einen Stock und Blätter. So, zwei Benzinkanister, was zu essen. Finden wir bestimmt unterwegs, hoffe ich jetzt einfach zumindest. Obwohl, ich kann theoretisch zur absoluten Sicherheit... Machen wir die Tür wieder zu. Das sieht noch ganz frisch aus. Das können wir mal mitnehmen und das... Nur zur Sicherheit. Als Moment, wenn ich schon unterwegs bin. Wo ist der Eimer? Ja, wo habe ich denn jetzt den Eimer hin? Da ist er. So, den nehmen wir jetzt mal mit, falls ich unterwegs Wasser finde. Können wir auch gleich mal das Teil da hinten ausprobieren. So, welche Karre ist jetzt... warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier vorbeikomme. Doch nicht so schlau, zwei Autos hier drin zu parken, ne? So, oh, hier geht's doch. So, du hast 20 Liter fast. Die Zündkerze ist auch in Ordnung. Die Zündkerze ist auch in Ordnung. Und du hast 9 Liter. Ich würde mal sagen, wir schnappen uns die Karre hier. Huch, nicht so schnell. Ja, dann sausen wir einfach mal direkt hoch an die Straße, würde ich sagen. Hoppla, 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 nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Ah, mal umgucken. Jetzt habe ich noch irgendwo Benzin. Hinten ist ja auch noch was. Da waren wir doch gerade erst. Stimmt. Dieselben zwei Autos habe ich gerade erst durchsucht. Okay, wieder rein da. Einmal hier dran vorbei. Ja, stimmt, da hinten ist die Barrikade, genau. So, mach mal Licht an hier, damit man auch was sieht. So, kommen wir hier durch? Ja, wunderbar. So, hier gab es ja nichts. Da waren Zombies. Da ist hier Benzin drin? Nö. Okay. Dann fahren wir uns einfach mal davor und gucken. Ich glaube, so weit waren wir tatsächlich noch nicht. Ah ja, sieh mal einen an. Kannst du immer genau verfolgen, wo man schon war und wo nicht.
Wie sieht es hier aus? 0,17. Nehmen wir natürlich mit. Ja, da vorne sieht es interessant aus. Da kommen die 0,2. Wie schon gesagt, jeder Tropfen ist wichtig. So, wir haben zumindest schon mal wieder was zu essen. Was zu trinken? Habe ich aber noch was? Nee, Zucker war das nur. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier vorbeikomme. Ich sollte vielleicht jetzt das Licht nicht anlassen, wa? Jetzt würde ich gerne dran vorbei. Ah, da verteilt sich meine Bremse schon wieder. Oh, oh. Ich glaube, da sollte ich nicht lang. Da vorne ist wieder Besuch. Kommt er sogar hier vor jetzt? Ne, da steht er einfach nur. Haben wir den hier? Hier geht es nicht rein. Krass, einfach mal einen Bunker gefunden. Wenn das tatsächlich ein Bunker ist, ich bin mir nicht sicher. Kann man hier irgendwas looten? Nee, ne? Ich lass das Tor mal besser zu. Ich weiß nicht mehr, ob es aufgeht, aber ich probiere es jetzt gar nicht erst, weil dann stehe ich nach mittendrin bei denen. Kann ich echt drauf verzichten. Schade. Bunker gefunden, aber nichts zum Looten drin. So. Machen wir mal das Lichtchen aus. Ich mache hier mal vorsichtshalber mal einen Speicher. Safe Game. Jawohl. Na, da kommt näher. Der kommt näher, der kommt näher. Und den schießen wir jetzt über den Haufen, oder? Ja, komm du nur. Komm, komm, komm. So, mein Freund. Hier habe ich es gezeigt. Gucken. Ein Bandit ist das also. Haha. Bandit. Wir haben einen Bandit erledigt. Was ist das? Blumenkohl. Nee, warte mal. Brokkoli. Ich verwechsel das immer. So. Ja, gut. Schön, dann haben wir es gelootet. Mehr können wir mit dem auch nicht machen. Tja, mein Freund. Hättest du nicht mit gerechnet, wa? Der Bandito hier. Wie viele sind da noch? Schade, der hätte mir ruhig mal die Waffe geben können. Hat er die nicht fallen lassen? Nee, sieht nicht so aus. Haben wir hier Banditen klatschen? Ich muss aufpassen, nicht, dass die mich gleich klatschen. Ja, da sind noch ein paar. Okay, also mit dem Auto komme ich hier auf jeden Fall nicht durch, ne? Haben die für gesorgt, obwohl, ich könnte auch drum rumfahren, doch. Würde gehen. Würde theoretisch gehen, aber ich will ja natürlich looten hier, ne? Das ist ja der einzige Sinn und Zweck des Ganzen hier. Komm, mach mal auf. Ich
lager hier gleich mal ein. Okay, Durst geht noch. Essen machen wir jetzt auch hier rein, was soll's. Das da und das da und das natürlich auch. So. Nochmal speichern den Erfolg hier. Alles klar. So, nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich glaube, bei mir macht sich gerade eine Erkältung breit. Deswegen versuche ich jetzt noch schnell, was heißt schnell, einfach mal ein bisschen vorzuproduzieren, dass, falls es mich demnächst umhaut, dass dann wenigstens die Folgen weiterlaufen. Das wäre schon mal nicht schlecht, wenn es hier ganz normal weiterläuft, wenn ich flach liege. Weil er hat mich jetzt noch nicht gesehen. Wir kriegen ja immer so ein Symbol angezeigt. Da ist nichts drin. Toll. Wenn die uns sehen. Bei dem könnte es knapp werden. Nee, hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Auch ganz schön mutig hier. Schauen wir hier. Oh, da ist auch noch ein Liter drin. Wir sind denn das noch? Da ist noch einer. Oh, oh. Oh, wo geht's da hin? Mann, hier kann man bestimmt geil looten. Warte mal, ich guck mal hier rein. Oh, schade. Oder auch nicht. Oh, da kommt er. Da ist der andere. Schau mal hier. Nehme ich mit. Der geht wieder weg. Sehr schön. Kommst du da rüber? Ja, kommt er. Okay, was machen wir? Kämpfen wir uns da durch oder gehe ich da oben lang? Ich glaube, ich gehe da oben lang. Ich glaube, das ist mir tatsächlich ein bisschen lieber. Drive. Jetzt haben wir einen platt gemacht. Jetzt sollte man nicht zu übermütig werden hier. Ist das dieselbe Hütte oder ist das wieder eine andere? Mal aufpassen, nicht, dass mir gleich einer folgt oder so. Aber ich glaube nicht. Hier ist eine andere Hütte. Da ist ein Stein. Das sieht aber auch schön hier aus. Wird es bestimmt auch gut bewohnbar. Da haben wir noch ein Rad. Das nehmen wir natürlich mit. Das andere da unten habe ich es natürlich liegen lassen. Ich Vogel. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, das auch. Jo. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, das auch mitzunehmen. Ja, da sind die Zombies drin. Die sind tatsächlich nur in der Scheune. Erstmal wieder umpacken. Eine Wasserflasche, sehr schön. Nochmal Sewing Kits. Wunderbar. Und will ich nochmal speichern. So, viel Munition haben wir leider auch nicht mehr. Warte mal, es sind nur Zombies. Ich könnte mal mit der Machete versuchen. Schau mal hier. Das Schränkchen. Da war drin. Nee. Schade. Das hat noch einen Hintereingang, sehe ich gerade. Oh oh. Kommt jetzt der Nebel oder warum sieht das gerade so diesig aus hier? Da ist noch eine Türe. Ist cool hier. Das können wir auch noch mitnehmen von mir aus, wieso nicht? Oh ja. Gibst du her. Das gibst du auch her. Sonst nichts. Keine Hängeschränke. Schade.
Gut, es kann natürlich auch sein, dass die Zombies oben sind. Das weiß ich jetzt leider nicht. Denn man hört es auch irgendwie so schlecht. Ist auch noch ein bisschen Schrott. Aber ich glaube fast, die sind tatsächlich da in der Scheune drin. Wenn ich die jetzt, wenn ich die Tür aufmache, ist die Kacke am Dampfen. Ich glaube, Nebel kommt noch keiner. Will ich ja mal gern noch hoch. Ich sneake mal ein bisschen. Okay. Okay, die Türen hier oben sind allerdings zu. Kann ich hier reingucken? Nee, leider nicht. Also wenigstens ein Verband. Oh, das nehme ich natürlich alles mit. Eine neue Schrotflintenmunition. Hübsche Glotze, hübsches Bett. Ah, gut, wurden Müll. Brett brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Wundenmüll. Was haben wir hier? Nix. Oh, warte mal, da ist noch ein Zimmerchen. Ach ne, das ist nur ein Durchgang. Okay. Ja, jetzt würde ich gerne in die Garage, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich was zu holen. Was ist denn das? Hallo? Achso, das ist wieder Holz. Also wie das klingt, das ist die Hütte voll. Ja, natürlich jetzt eine Idee, aufs Auto springen, in der Hoffnung, sie kriegen mich dann nicht. Oh, das ist verschlossen, aber hier liegt eine Crowbar. Auch. Ja, ich kann es mit der. Mit dem Brecheisen kann ich es tatsächlich aufmachen. Ist hier noch was drin? Nee, ne? Da haben wir auch schon leer geräumt. Eine Zündkerze. Wie sieht die aus? 17, okay, wir kommen trotzdem. Warte mal. Und die ist auch fast durch hier. Schade. Aber egal. Können wir trotzdem noch benutzen. Erstmal wieder alles einlagern, logisch. Sicher ist sicher, damit auch hier nichts verloren geht hier. Die Munition natürlich wieder. Zündkerze auf jeden Fall. Den Stoff. Jo. Gut, also allerdings muss ich langsam was essen. Komm, dann gönnen wir uns jetzt einfach schnell hier das Fleisch. Und das Döschen. So. Ja, du kriegst gleich direkt noch eine Cola. Pass auf. Aber ich glaube. Jo. Gut. Oh, Heiligsblechte, die Folge ist ja schon längst vorbei. Oder sollte längst vorbei sein. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank. Ciao, ciao.